Hallo ihr Lieben. So, jetzt kommt das Video zur Comic-Con Spring Edition in Dortmund 2019. Das Video werde ich jetzt mal kurz und knapp halten. Ich war ja nur am Sonntag da und eigentlich auch nur wegen Nadja. Und ansonsten war da jetzt auch nicht viel, was mich interessiert hat. Ich zeige euch gleich die Foto-Ops. Ich habe 3 mit Nadja und dann noch 1 mit Hannah Murray von Game of Thrones, die da die Goldie spielt. Die war auch total süß. Also ich muss sagen, ich bin kurz zu ihr hingegangen am Autogrammtisch und habe ihr gesagt, wie sehr ich ihre Rolle mag und auch ihre Rolle in der Serie Skins, weil die Serie mag ich eigentlich gar nicht, aber ihre Rolle mochte ich sehr. Bei ihr standen auch voll wenig Leute am Autogrammtisch. Es tat mir so voll leid für sie. Und sie kam auch sehr schüchtern rüber und total süß. Ich war dann beim Foto-Op und habe ihr auch eine Pose gezeigt, die haben wir auch gemacht und sie war total lieb. Und ja, dann meinte ich nur so, you are so pretty, und dann war sie schon ein bisschen verlegen und so. Das war schon sehr knuffig. Und dann... Im Großen und Ganzen kann ich sagen, die Con war sicherlich für andere Besucher gut. Also es war ein gutes Star-Aufgebot da, so für mich persönlich jetzt nur 2, die mich interessiert haben, aber insgesamt denke ich, war es ganz gut. Und es waren auch wieder viele Händler da, viele Stände, und ja, also objektiv gesehen war es sicher wieder eine gute Comic-Con. Nadja war auch total süß wieder. Wir sind ja erst als Gruppe hin, haben ihr ein Geschenk gegeben. Und dann habe ich ihr auch noch ein Geschenk gegeben, wo sie sich auch total gefreut hat. Und da haben wir ein bisschen erzählt und über die Dystopia, weil wir ja den Tag vorher da waren und alles Mögliche. Und dann bin ich ja später noch 2-mal zu ihr gegangen. Ja, einmal wir haben dann Selfies gemacht und ich habe ein Autogramm für meine Mutter geholt, weil die Geburtstag hatte. Und das 2. Mal habe ich dann für mich noch Autogramm geholt und nochmal Selfies gemacht. Einmal mit Snapchat-Filter, einmal ohne. Und dann sind wir schon, ich glaube, 1,5 Stunden, bevor die Con zu Ende war, leider wieder gefahren, weil die, mit denen ich da war, ich bin mit dem mitgefahren, mit dem Auto sind wir gekommen. Und die wollten halt früher weg, weil wenn die Con zu Ende ist, stürmen ja alle auf einmal raus und dann ist ja alle Wege zu, auch für die Autos. Ja, für mich war es natürlich blöd, weil ich eigentlich bei Comic-Cons immer bis zur letzten Minute da bleibe, wenn jemand von The 100 da ist. Und bei Nadja natürlich sowieso, ich meine, das versteht sich ja von selbst. Und ich habe vorher auch nicht dran gedacht, dass wir früher fahren würden und war dementsprechend dann total fertig, weil ich halt noch früher gehen musste. Und der Abschied war halt nicht so doll von Nadja. War halt alles wieder nicht so schön insgesamt für mich. Ich muss sagen, ich werde das auf jeden Fall nicht nochmal machen von der Hotelcon. Nächsten Tag auf eine Comic-Con wechseln, egal wer da ist. Weil das ist halt einfach total, ist nicht schön. Der Unterschied ist so krass dann. Ich habe mich auf der Comic-Con einfach nur so teilweise richtig verlassen und, weiß ich nicht, nicht gut gefühlt. So, ich weiß nicht, das kann man schwer beschreiben. Es war einfach nicht schön. Und ja, dann im Nachhinein hätte ich dann darauf verzichtet, Nadja zu sehen, und wäre auf der Dystopia geblieben. Aber ja, ich werde Nadja jetzt nochmal im September, ist das glaube ich, die Comic-Con in Berlin. Da ist sie jetzt auch offiziell endlich mal angekündigt, nachdem sie mir schon vor 2-3 Monaten gesagt hat, dass sie dahin geht, ist sie jetzt endlich auch offiziell angekündigt. Dann werde ich sie da nochmal sehen. Also, alles gut. Aber inzwischen bin ich auch so ein bisschen der Ansicht, dass ich jetzt nicht mehr unbedingt noch extra irgendwo hinfahre, nur weil Nadja angekündigt wird. Würde sie jetzt zum Beispiel nach München kommen, das ist ja 2 Wochen, nee, 3 Wochen? In 3 Wochen ist ja die Comic-Con in München. Würde sie da jetzt noch kurz vorher angekündigt werden, würde ich da jetzt auch nicht hinfahren. Bei Tassia wäre das schon was anderes. Also wenn Tassia jetzt noch für München angekündigt werden würde,
würde ich mindestens einen Tag hinfahren. Aber bei Nadja halt nicht. Ich bin da jetzt so ein bisschen von weg und ja, ist halt so. Ja, ich habe ein paar Panels auch gefilmt. Also was jetzt ein paar? Ich habe 2 Videos von dem Panel gemacht, von Nadias. Andere habe ich mir auch nicht angesehen, weil das mich immer so nicht groß interessiert. Nadja hat es auf Deutsch und auf Englisch gemacht diesmal, also überwiegend auf Deutsch. Das fand ich gut, weil meistens wird bei den Comic-Cons ja auch die Panels dann in Englisch gemacht, obwohl sie ja Deutsch kann und die meisten von uns halt. Aber ja, diesmal war das ganz gut. Ich habe eine Frage gestellt, deswegen dem Französisch, also ich habe sie dann gefragt, ob sie mal was auf Französisch sagen kann, weil sie halt sagte, dass sie mit der Sprache aufgewachsen ist, weil ihre Mutter, glaube ich, das gesprochen hat. Und ja, jedenfalls, das war das am Anfang. Und dann hatte ich meine Frage gestellt zu ihrem Film wieder. Und dann hatte ich noch mal ein bisschen was vom Panel gefilmt, wo andere Fragen gestellt haben. Ja, ansonsten ist jetzt nicht viel, was ich euch noch zeigen kann. Erstmal jetzt noch die Fotos. So, das ist hier erstmal mit Hannah Murray. Das finde ich auch sehr schön, das Bild. Das ist total süß geworden. Und sie strahlt auch so schön. Damit bin ich sehr zufrieden. Dann habe ich hier 3 mit Nadja. Wir sind beide in Rot. Einmal dieses, das mag ich auch sehr gern. Dann dieses. Und mein absoluter Favorit ist das. Das liebe ich, das Bild. Das ist so schön geworden. Ach, ja. Wirklich. Also das hat mir so ein bisschen auch noch den Tag gerettet. Im Nachhinein. Weil der ja insgesamt nicht so gut war. Aber das Bild ist super. Okay, dann zeige ich euch jetzt noch schnell ein paar von den Selfies, die wir gemacht haben mit dem Filter. Und dann kommen die Panels. Das Panel. Ja, viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Die nächste Con, die ansteht, ist wie heißt das jetzt eigentlich? One Day with the Fam. Was ursprünglich One Day with Chelsea war in Paris. Das ist in 2 Wochen. Ich werde mal sehen, wann ich schaffe, dazu dann auch ein Video zu machen, weil ich jetzt nächstes Wochenende umziehen werde. Meine erste eigene Wohnung. Und dementsprechend natürlich hier viel zu tun habe. Und ja, dann kommt noch die Con dazwischen und ja, das wird ein bisschen viel, aber mal schauen. Ja, mal schauen, ob ich das nächste Video, werde ich dann wahrscheinlich in meiner neuen Wohnung machen. Ja, dann steht erstmal nichts an bis Juli, da kommt die Con mit Alicia, wenn alles auch so wird, wie wir es uns erhoffen. Ja, auf jeden Fall erstmal die One Day with the Fam, wo Tassia da ist, also ich fahre eigentlich nur wegen Tassia hin. Aber eigentlich so gut wie nur Extras mit ihr. Und das ist Samstag und an dem Sonntag ist in Paris noch die Our Stripes Are Beautiful Con, was so eine Multi-Fandom-Con ist. Und da bin ich dann am Sonntag und ja. Vielleicht mache ich das auch in ein Video alles dann. Mal sehen. Auf jeden Fall steht das als nächstes an. Okay, dann viel Spaß mit dem Panel und bis zum nächsten Video. Was soll ich sagen? Keine Ahnung, such dir das aus. Okay, ich konnte als Kind schwierige Worte nicht aussprechen und dormir heißt schlafen auf Französisch. Und ich habe immer gesagt, Maman, si tu plais, Maman, je veux faire dodo. Das heißt, Mama, bitte, ich möchte unbedingt schlafen, weil ich immer schlafen wollte. Und ich konnte nicht dormir sagen, deswegen muss ich dodo sagen. Okay, meine Frage ist, in dem Film Spring, da singst du ja Pippi Langstrumpf, so ganz ohne Grund. Warum? Weil die Regisseure gesagt haben, ich soll ein deutsches Lied singen und im Moment ist mir wirklich nur Pippi Langstrumpf eingefallen. Das ist, ja. Ja. Die beiden sind irgendwo eine Parallelwelt und halt ein Händchen und kuscheln. Und meine zweite Frage wäre, was hältst du von Lexas Tod? Nicht viel. Death.
Who am I to... I, you know, the thing... see, English. Awful. Die Sache ist die, ich finde, die Tatsache, dass es so viele Menschen geschmerzt hat, finde ich schrecklich. Ja, das finde ich blöd. Aber was man, was leider aber auch ist, es ist eine Story, weißt du, und die Stories werden nicht geschrieben, um Fans böse oder traurig zu machen oder die wollen euch nicht ärgern oder mich ärgern oder... sondern es ist eine Geschichte, die erzählt werden muss und ich weiß einfach, dass keiner der Autoren oder Produzenten das Böse meinen oder... Aber natürlich, ich hätte allen so gern diesen ganzen Schmerz erspart und deswegen wünsche ich mir, dass sie noch am Leben wäre. Okay. Ja, ich hatte noch eine Frage. Ja, Lexas Tod hat ja sehr, sehr viel bewegt. Ja, eben. Und das ist doch toll, oder? Genau. Ja. Das Wochenende ist ja auch Lexacon in Las Vegas. Und ja, was hältst du davon, dass so viele Fans nur wegen einem Serientod so viel bewegen? Ich finde, das ist unfassbar toll. Ich finde, das ist die Generation, in der wir leben. Deswegen finde ich Social Media toll. Ich finde auch, dass es sehr viele Schattenseiten hat, wie Mobbing und dieses anonyme Böse-Sein, weil man sich verstecken kann hinter irgendeinem Instagram-Namen. Ich finde das so schade und ich hoffe, dass alle da draußen, die gemobbt werden über das Internet, weiß ich nicht, das tut mir wahnsinnig leid, aber es hat auch viel Gutes, wie das zum Beispiel und ja, finde ich toll. Okay, vielen Dank. Ja, so I was asked how I feel about Lexa's death, and I said that I hate that so many people suffered from that, but at the same time, it's a story that needs to be told, and none of the producers nor writers wrote that, you know, death in order to harm anyone or hurt anyone's feelings. And then the third question was how I feel that, you know, a story like Lexa and Clark and the 100 managed to, you know, get their own convention in Las Vegas, and I think that's great, you know, that social media does that, and but at the same time I hate cyberbullying and how a lot of people write really mean things on social media because they can hide behind, you know, social media, and I think that's awful. I think so too. Yeah. It happens. It's such a shame that it happens because if you're passionate about a show, just right. Show it in a different right. way, right? Right. You know, I actually feel really stupid because I just, listening to the questions, I just figured out that Lexa, Alicia, and you are in the same universe. Oh, yeah, yeah. And I don't know why I didn't realize that before because oh, I watched yeah. both shows. Oh, yeah. It's crazy. She's Walking Dead. I'm a Walking Dead. Yeah, right. Yeah, we were both nightclubs and yeah, it's so, it, yeah, it's crossover. Cool. Crossover. I know, right? That would be cool. I mean, it's so cool because the Walking Dead universe is expanding. We've got films coming out. There's talk about right. the third show. Right. So Talking Dead, Fear the Walking Dead. It's yeah. There's so much going on, and I'm really excited to see that universe expanding even yeah. more. Yeah. Yes. Hi. Hi. I have a question for the Walking Dead. Character would you like to play if you haven't got Magnus part? Eugene. is there love Eugene. Play? Eugene or Negan. But I think Eugene, so much fun. But the lines, it's hard to memorize his lines. He's such a smartass. So, yeah. Okay, thank you. Ich habe gefragt, ob ich, wenn ich irgendeinen anderen Charakter in The Walking Dead spielen könnte, wie habe ich gesagt, Eugene, weil ich finde, dass der sehr lustig ist. So yeah, we're almost out of time, so this will be the last question. Hi. Hallo. Ich habe auch eine Frage zu Walking Dead, und zwar jetzt, da Hilltop ohne Anführer dasteht. Könntest du dir vorstellen, dass dein Charakter praktisch die Führung übernimmt, oder wen könntest du dir da vorstellen? Ich hoffe nicht. Ich sehe Magna nicht als Leader. Ich sehe Magna eher als weibliche Version von Daryl. Sehr ruhig und alle sollen machen, was sie wollen und mich da so ein bisschen raushalten. Obwohl sie sehr liebt und
ja, ihre Menschen sind alles für sie. Aber ich glaube eher, Yumiko, finde ich, ist sehr, hat sehr viel Potenzial. Wow, wer noch? Ich meine, vielleicht kommt ja Maggie zurück. Vielleicht sogar Ezekiel, ist jetzt auch in Hilltop. Vielleicht wird Ezekiel Hilltop übernehmen. Ja, einer von den drei. Ja, Dankeschön. So, yeah, I was asked whether I could see myself or Magna become the next leader of Hilltop, and I don't, because I think Magna is more, you know, Daryl in female, the female version of Daryl. But Yumiko has good qualities. Maggie might be coming back. And we have King Ezekiel in Hilltop. So, you know. Yeah. So, unfortunately, we're out of time, but you will be at your autograph booth. So, yeah. If you have questions, make sure you go over there, say hi, get your autographs as well. I really want to thank you so much for being here. It's always a blast having you on stage. So, yeah. Give it up for Nadia Hilker. Thank you, guys.